Ja, wie ist das jetzt? Wenn ich Schweizerdeutsch rede, versteht ihr das? Ja! Dann muss ich gar nicht Hochdeutsch reden. Nein. Das ist ja super. Das wird ja disqualifiziert. Ja, das ist ja gut, dann habe ich mich zu Recht schon betrunken. Das ist gut. Ich habe einen Text dabei. Der handelt, ist in meinem St. Galler Dialekt. Ich komme aus St. Gallen am Bodensee. Und wir haben eine grosse Fähigkeit in unserer Sprache. Wir können Sachen grüßig machen. Grüßig heisst, hässlich. Grauslich, ja genau. Und zum Beispiel ist es so, dass eine Frau, ein nice Mädchen, wo drin vorkommt in dem Text. Und die würde auf Französisch sehr schön heißen. Die heißt auf Französisch Jeannette. Und das ist ziemlich so ein bisschen. So, der kriegt nach Sex, so, wo wir wieder beim Thema wären. Aber wenn man es auf St. Galler Deutsch sagt, dann heisst es halt Jeannette! Das ist nicht so Sex. Oder das mega komischer Sex. Ja, auf jeden Fall geht es um Jeannette. Es geht um Jeannette und es geht um ihre Mami. Und darum, vielleicht noch zwei, drei Sachen, die man vielleicht nicht kennt. Samichlaus ist St. Nikolaus und Lassen ist Hören. Ich weiß nicht, ob ich jetzt. Lausen. Super. Gut, das Mami hat gesagt. Jeannette steht da und weiß nicht, was machen. Sie steht einfach nur da und weiß nicht, was machen. Und schon immer bei Problemen und bei solchen Sachen hat sie tief in ihrem Inneren, nachdem sie kurz überlegt hat, sich wieder mal daran erinnern, was Mami gesagt hat. Weil, das Mami hat gesagt, geh nicht zu Fremden an, geh nicht mit fremden Männern. Man weiß nie, was die im Sinn haben. Noch zu fest Freude an Kindern, wann sie das Leid im Kind haben. Und auch wenn sie es in den Händen haben, muss ich immer ernst und streng und böse drüber schauen und sagen, nein, nein, nein. Und Jeannette hat gelassen. Und wenn du das gemacht hast, hat die Mami gesagt, und der Mann will immer noch nicht weggehen, hat die Mami gesagt, und dann hat die Mami gezeigt, dann müssen wir halt im Kragen sich, so ist man halt zu tragen, mir so richtig mit Schwung, so richtig mit Gutzi, dem Hund, dem Huren, Putzi, eins zwischen den Beinen gehen. Und zwar so, dass er nicht mehr aufstehen kann, der Huren Schlawiner, die Saumade. Und Jeannette hat gelassen. Und wenn er das nicht nützt, und er sich immer noch aufstützt und schaue und guni und große Augen macht und fluche und runi, was er saugauf da macht, dann hat man gesagt, dann nimmst du den Pfefferspray, den ich hier mitgegeben habe, und drückst aufs Knöpfchen, ziehst du mit direkt auf sein Köpfchen, Augen und Nase, dort muss das an, will essen, bringst den Kopf zum Schwiegen. Und sonst halt zum Schreien. Dann lass ihn dort liegen und rennst ganz schnell heimwärts, heim zu mir, hat die Mami gesagt, weil daheim, bei mir, kann dir nichts passieren, hat die Mami gesagt. Und Jeannette? Jeannette hat immer gelassen, was Mami sagt. Weil, was Mami sagt, ist richtig. Das ist schon immer schon so gewesen. Schon in der Spielgruppe mit der Spielpuppe hat Jeannette schon nett, aber bestimmt zu den anderen Kindern gesagt, dass die Puppen gar nicht reden können. Schon seit ihrer Kindheit wissen sie das schon, dass Puppenspielen mache doch keinen Sinn. Und trotzdem hat kein Kind aufgehört zu spielen und ihre Recht gegeben. Und das tut schon recht weh. Hat sie gefunden und ist heim zu Mami und die Mami hat sie die Arme genommen und tröstet und gesagt, ja, schon die Größten haben es Leid gehabt, nicht verstanden zu werden. Die sind doch alle noch niedisch dabei, bist du doch die einzige Gescheide von denen, hat die Mami gesagt. Und an denen hat Jeannette gelassen und überlegt, stimmt echt all das, was Mami so sagt? Und hat überlegt und studiert und denkt und schlussendlich, endlich gemerkt, dass das stimmt. Sie ist wirklich die Gescheitste von allen Kindern. Und so ist sie weiter durchs Leben und ob Gewitter oder Regen, Jeannette hat immer gelassen, was Mami sagt. Weil, was Mami sagt, ist richtig. Aber jetzt steht Jeannette da und weiss nicht, was machen. Ob sie jetzt soll heulen oder lachen, ab dem fremden Mann da, wo sich wie ein Aal da am Boden ruggelt und windet kugelrund und blind jetzt fast wegen dem huren Pfefferspray in den Augen. Und die ganze Zeit schreit, wieso, wieso, wieso? Und Jeannette hat auch nicht gewusst, wieso? Wieso, dass jetzt all die Kinder um sie herum so verrückt sind und tönt wie gesponnen und die ganze Zeit schreit, das ist doch der Samichlaus, was machst du mit dem Samichlaus? Dabei gibt's doch gar keinen Samichlaus,
hat die Mami gesagt. Das gibt keinen Sinn, ich lasse, hat die Mami immer und immer wieder gesagt. Und die Mami hat recht gehabt. Und Janet hat sie dann auch noch gezeigt, das ist kein echt Haar, hat sie dann noch gesagt, mit dem Bartimitat von dem Grüsel in den Händen, von dem wildfremden Mann mit Süßen in den Händen. Und in dem Moment ist die Mami aus dem Laden gekommen. Und Janet hat ihr alles erzählt. Und die Mami hat sie nochmal in die Arme genommen und nachher vor sich angestellt, ihre ruhig und ernst in die Augen gestarrt und dann auf den Pfefferspray, dann auf den Bart und wieder zurück in die Augen und ihre ruhig, aber bestimmt gesagt, Janet, Kopf noch. Janet. Gut gemacht, Janet, hat sie gesagt, gut gemacht, hat sie gesagt, gut gemacht. Man weiß ja nie, hat die Mami gesagt. War für mich auch ein bisschen unerwartet. Das hat jetzt mit der Szene nichts zu tun, der Titel. Der erste Trottel. Hörst du Trottel, da darf man nicht mit Rahl fahren, schreit eine knapp 50-jährige Frau, deren Gesichtszüge vom Kummer geformt in Richtung sympathischen, draufgängerischen Typ. Wirklich sehr dynamisch, den Fußgänger äußerst geschmeidig, also gekonnt ausweichend, mit seinem Rahl den Gehsteig entlang fährt. Oh, sie hat mir angesprochen. Eine ganz neue Masche, wie sie versucht, mich in ihr Gespräch zu verwickeln, denkt sie der Hautegen. Quietscht sie wortwörtlich ein und erwidert ihre Worte. Sehr erfreut. Michael, mein Name. Heute bin ich schon ausgebucht, aber morgen können wir uns treffen. Aufgewühlt bringt sie nach Luft. Es scheint, dass sie was sagen will. Ihr Hirn versucht gerade die vorherrschende Situation in ihre Denkstrukturen einzuordnen. Aber das ist mit ihrer Logik einfach nicht vereinbar. Somit sind für den internen Befehl die richtigen Worte finden, nicht genug Ressourcen übrig. Sie gibt auf. So ergreift Michael das Wort. Atmen Sie tief durch. Es ist für Frau normal, dass Sie in meiner Gegenwart schon mal die Kontenance verlieren. Das scheint ihr zu helfen. Sie trat sich zu einem Schanigarten und ruft, erst Freel, komm mal, da hat einer einen Bäcker. Worauf es unmittelbar von dort zurücktönt, Geschatzl, ich hab mir gerade ein Bier bestellt. Und das ist ja keine Sensation, wenn einer einen Bäcker hat. Freel, wirst du herkommen, aber sofort! Ich komm ja schon. Warte, geht mir schon so am Arsch. Der Fahrradrade kombiniert. Sie will mir ihren Garten vorstellen und dass ich ihnen meinen Bäcker empfehle. Woher weiß sie eigentlich, dass ich vom Bäcker komme? Egal. Herr Alfred, der unwillig herbeigestampft ist, bammt sie vor ihm auf. Was gibt's? Grüß Gott. Sehr erfreut. Michael, mein Name. Ja, den Ströck kann ich Ihnen sehr empfehlen. Dort ist das Stichwort Mitarbeiterrabatt. Dann bekommen Sie sogar Prozente. Der, ich muss mir Bier wegen meiner Alten unterbrechen, die mir schon so am Arsch geht, aber das ist nichts Neues. Mann, schaut Michael verwundert an. Ungewöhnlicher Gleichklang dieser gedanklichen Überforderung, die eben erst seine Gattin ereilte, welche sie von dieser nicht gänzlich erholt hat, erfährt er nun auch. Aber das Ergebnis ist eine ähnliche Rekapitulation des Denkvorgangs. Allein bei der Conclusio gibt es eine Divergenz. Während beide bei der Einschätzung der Rot am Bäcker noch ganz nahe liegen, sind sie bei dem daraus resultierenden Schluss schon sehr weit auseinander. Findet sie den Rahlfahrer weniger lästig als vielmehr hochgradig störend und damit unausstehlich, gibt es bei ihm den ausgesprochenen Nebensatz, aber er ist sympathisch. Das war aber vielleicht nur sein Unbewusstes, weil er auf keinen Fall mit seiner Alten dieselbe Einschätzung haben wollte, und weil der knackige Draufgänger sie zum Kreischen gebraucht hat. Doch dahingestellt, die Motivation soll ihm einfach gefallen. So hat Alfred gesagt, das sollte man bei einer Hüsen besprechen. Komm mit, ich hab da ein Bier stehen. Schon waren sie am Losstarten, die paar Meter zum Gasthaus. Sein Gattin aber, die sie eher Beistand inklusive aggressive Revierverteidigung erhofft hat, muss nun diese Reaktion ihres Alfreds fassen, was in der gegenwärtigen Notlage ihres Verstandesapparats eben diese Verwirrung nur verstärkte. Dies zeigte sich äußerlich so, dass sie mit offenem Mund und paralysiertem Blick abwechselnd den Rahlfahrer als so ihren Gatten ausstarb. Alfred sieht kurz in ihre Richtung, genießt ihre Sprachlosigkeit und fügt nur mit nicht wirklich unterdrücktem Grinsen dazu, Michel, ich zahle dir eins. Doch dann haben sie um sie nichts mehr geschissen. Einige Kregeln sind es wurden und haben sie gänzlich unterhalten. Danke.
Der Schweinsbraten. Ein Ehepaar sitzt beim Wirten und studiert die Speiskarten. Ah, heute pfeife ich auf meine Diät. Ich leiste mir einen Schweinsbraten. Nach langer Zeit ist wieder was da, was mir schmeckt, Susi. Susi, schau nicht so geschreckt. Ich versprich dir, dass ich nachher nicht tot vom Sessel falle. So, Gustl, hast du leicht Fieber? Hast du vergessen, was der Doktor gesagt hat? Ein Schweinsbraten zu viel und ein zweiter Herzkratzpilz völlig. Oder bist du schon so dement? Das ist erst 8 Monate her, dass du den Sensen mal von der Schaufel gesprungen bist. Du müsstest dazu hören, Susi. In Sensenmauer von der Schaufel gesprungen. Dass ich nicht lach. Der hat doch ein Sensen und keine Schaufel in der Hand. Mach dich nicht lustig drüber, du depperter Trottel. Wenn du dann wieder auf der Tacken liegst, wird das Lachen schon vergehen. Susi, du kannst dann wirklich den Appetit verderben. Jetzt habe ich 8 Monate wie ein bengalischer Mönch gelebt. Du meinst ein tibetanischer Mönch, Gustl. Es gibt bengalische Tiger oder bengalische Feier, aber keine bengalischen Mönche. Ist ja wurscht, Susi. Du weißt ja, was ich meine. Der Ober kommt und fragt, was haben die Herrschaften für Wünsche? Na, was wirst du denn nehmen, Susi? Ein Achterl mit nichts drin und ein Döller mit ganz wenig? Na, Herr Ober, im Ernst, ich hätte gerne Mineralwasser von heraußen und Butenstreifen auf Blattsalat. Na, was ich gesagt habe, nichts mit wenig drauf. Gustl, halt den Schlapfen! Oder besser gesagt, sag ihn Herrn Ober, was du isst. Na, ich hätte gerne ein Kriegel Bier. Bist narrisch, Gustl? Herr Ober, ein Seiterl. Ja, Herr Ober, aber sind so lieb und schieten Sie das Seiterl in der Kriegel und gut einschenken und zum Essen bringen Sie mir ein Gesöchtes mit Kraut und Knödel. Weil ein Schweinsbraten hat mir der Doktor verboten. Gustl! Danke. Ich bin nur eine Hausfrau. Einer von den Trampen, die was ihren Karle, ihren Göttergarten, noch geschwind das Schneidstichel in den Sog reinstecken, wenn er sich verschüßt und dann 19 Stunden nicht heimkommt. Ich meine, ich will eh nicht, dass er ein Hausschlapfen ist und ich der Haustrochen. Und ich bin auch keine angeheirate Schweinsgulasch und Pampershuhr. Nein, mein Alter und ich, wir haben uns wirklich gemeldet. Auch noch ein paar Jahre nach der Hochzeit. Damals hat es eh geheißen, Existenz aufbauen und Kind und Karriere machen. Das Kind ist zwar ausgeblieben, aber wir haben Häusl gebaut und eine alte Chaisen gekauft, weil in den Häusl sind wir ja dann ein Stück weiter weg von seiner Haken in der Pampa gesessen und haben an einem Sonntag in den Regen rausgeschaut. Nur er ist am Montag in der Früh angehauen in seinen wiesenkleinen Käfig und ich habe wieder in den Regen rausgeschaut und habe beim Anwaschen Hausfrauenfunk gehört. Mit guten Tipps fürs Stiefelputzen. Und dann vergnügt um 11 Autofahrer unterwegs und dazwischen halbe die geschissenen Nachrichten, die halbe Wahrheit zur vollen Stunde. Und am Nachmittag haben sie zwei pifkinesische Komiker halbe über uns Weiber lustig gemacht. Kein Arsch und kein Tittchen sieht aus wie Schneewittchen und so. Und ich habe auf die paar Nachbarhäuseln umgeschaut zum Rauchfang von der stinkenden Papierfabrik. Und mir denkt, was stinkt, da bleiben wir. Ich bin nur eine Hausfrau. Aber ich habe nicht alle Weiherschürzen umgehabt. Und ein paar Haberer hätten seinerzeit sehr viel dafür gegeben, wenn sie mich hätten haben können. Aber für mich hat es alle nur angegeben, mein Karle. Vielleicht war ich ihm so treu, dass er ihm schon fad war. Ich habe ja quasi schon söhnliche Schürzen umgehabt. Er soll mich da einmal mitnehmen, habe ich gemeint. Eine entsteht. Ich nehme ihm da nicht an, sage ich, dass er dort nur Haken tut. Na, so ist er dann damit rausgerückt, dass er so Teufelsbeschwörer kennt. So Satanisten. Ein Zirkel, hat er gesagt. Bei einem Zirkel stichst du in der Mitte einer ins Papier und fährst den Gras um und um. Na, und genauso hat er im Gras um eine Hand geredet. Bis ich dann einmal in die Mitte reingestochen habe und gefragt habe, ob es dort vielleicht am Ende gar so Opfer anschlachten, einen Menschen vielleicht sogar. Immer noch besser, als wenn er eine Freundin gehabt hätte. Da ist er aber richtig fuchtig geworden. Was ich mir denn vorstelle, ich naiver Trampe? Ja, habe ich gesagt, ich bin wirklich ein naiver Trampe, weil wahrscheinlich hat er eine Freundin und nimmt mich deswegen nicht mit. Na, jetzt hat er dann nicht mehr ausgehen und hat mich mitgenommen.
zu den Satanistenzirkel. Wie wir da reingekommen sind in den Saal, habe ich mir gedacht, die dann wirklich so martern und opfern. Weil da haben sie an den ganzen Oberkörper mit einem Säuer umwickelt. So ist er da gestanden. Und an dem Moment kommt einer rein und schreit, du, dein Auto wird gerade angeschleppt. Jetzt ist der Gefesselte aufgesprungen, die Füße waren ja noch frei und rennt so wie er ist auf die Straßen mit gefesseltem Oberkörper und fängt mit den Kieferern zum Streiten an. Die Hände hat er nur ganz unten bewegen können, so wie kleine Flügel. Und die Kieferer haben sie angehauen. Na und drinnen in den Saal, da haben sie dabei ein Händel, ein Hals durchgeschnitten und gemurmelt haben sie und viel Rauch war. Und der Oberteufel hat sich aufgeführt wie ein Pfarrer, wenn er durchtrat. Aber auf einmal sind sie gar alle weg gewesen, weil die Satanisten haben müssen die letzte U-Bahn erwischen. Sogar der Oberteufel, von dem wir ja annehmen, dass er auch ohne Wiener Linien direkt in die Höhe fahrt. Dann hat mir der Kali noch eingedruckt, dass wir mal mittun müssen bei einem Gruppensex, war eh ganz lustig. Na, inzwischen bedient sich der Kali eh auswärts. Moderne Ehe, ich lasse ihn ficken und er lässt mich stricken. Ich bin ihm so angenehm wie ein Durchfall. Ich selber habe nur einmal ein bisschen eine Gespuse gehabt mit einem orientalischen Zettelverteiler, so à la Salam Aleikum, wenn ich vorbeikomme. Alles lang, lang her. Am Nachmittag drehe ich halt jetzt den Fernseher auf und der Fernseher sagt mir, dass Katzen Whiskers kaufen und Hund wollen Chappi und keine Hosen. Solche Chapperl sind schon. Und ich bin nur eine Hausfrau, der Haustrochen. Und ich sage jetzt nicht, wenn ich gern fressert.